zusammen! Ich habe euch ja eigentlich noch versprochen, meine ganze Weihnachtsdeko euch zu zeigen. Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr ordentlich geshoppt. Gut, gerade was so den Weihnachtsbaum angeht, da hatte ich ja eigentlich gar nichts. Und da habe ich auch am meisten gekauft, so richtig viele Weihnachtskugeln und was dazugehört. Das seht ihr hier auch schon alles rumliegen. Und noch ein paar andere Sachen. Und ich dachte, ich nutze jetzt die Gelegenheit, zeige es euch. Denn gleich wollen wir den Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken. Und das ist doch ein perfekter Zeitpunkt. Und deswegen lege ich auch direkt los. Jetzt sitze ich zwar genau vorm Fenster, aber ich hoffe, es geht trotzdem. Und zwar fange ich mal mit dieser Tüte an, weil das alles nur für den Christbaum ist. Ich habe verschiedene Dekokugeln, wie gesagt, gekauft. Ich habe hier bei Nanunana welche gekauft. Zwei davon. Die sind transparent mit so ein bisschen Gold und Weiß. Und zwei davon, die sind so ein bisschen kariert. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und die haben jetzt jeweils 3 Euro gekostet. Wir möchten halt, oder ich möchte dieses Jahr alles so gold-weiß, ein bisschen Holz mit reinbringen. Deswegen habe ich zum Beispiel beim Depot auch diese Sterne gekauft. Ich weiß nicht, aber solche Art von Baumschmuck erinnert mich irgendwie voll an meine Kindheit, weil wir sowas auch mal hatten. Obwohl wir immer recht, ja nicht bunt geschmückt haben, aber wir hatten so Holzakzente. Und viel Rot-Gold. Genau. Aber das hier muss ich irgendwie haben. Das hat ja 6 Euro gekostet. Aber da sind richtig viele drin. Auch große und kleine. Und ja. Mal schauen, ob wir die auch dran machen werden. Oder ob das alles wirklich nur in diesen Kugeln geschmückt wird. Ich habe, wie gesagt, wirklich richtig viele gekauft. Ich habe dann hier noch so kleinere gefunden. Die sind jetzt vom Lutz gewesen, vom XXL. Die haben jetzt 1,50 Euro jeweils gekostet. Die sind ein bisschen kleiner. Da habe ich auch dreimal die gestreiften und dreimal auch diese hier mitgenommen. Ich kann es euch mal im Größenverhältnis zeigen. Also es ist schon ein Unterschied zu sehen. Beim Depot habe ich auch noch zweimal diese wunderschöne Schneeflocke mitgenommen. Die funkelt unglaublich. Da hat eine 3 Euro gekostet. Aber ich musste die haben. Und ganz viele, weil ich am Anfang keine richtigen gefunden habe, so wie ich das wollte. Ich wollte halt alles in Gold haben und so ein paar besondere. Aber es war echt schwer, alles dann auch in Gold zu finden. Die meisten hatten immer irgendwie was Silbernes dran. Deswegen haben wir davon auch ein paar mitgenommen. Zum Beispiel hier diese Tannenzapfen für 2,95 vom Nanunana. Und zweimal diese hier in Weiß. Die haben auch, wie gesagt, Silberakzente. Die hat meinem Freund ganz gut gefallen. Die hat jetzt jeweils 3 Euro gekostet. Dann haben wir 3 Stück von denen mitgenommen. Ich finde, die gehen noch voll gut klar. Das sieht aus wie so ein Schneeball. Und weil es sie nur gab, einmal diese große. Die finde ich aber auch richtig, richtig schön. Die hat auch 3 Euro gekostet. Habe ich es hier gesagt? Auch 3 Euro. Beim Ikea habe ich diese Glaszapfen, sage ich mal, gefunden, so Eiszapfen, die sind so verschnörkelt gefunden. Die sind aus Glas. Ich wollte auch unbedingt Glaskugeln haben, weil ich finde, das sieht einfach nochmal schöner aus. Ich glaube, ein paar sind auch dabei, die nicht aus Glas sind, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Und die waren recht teuer. Ich glaube, die haben 6 Euro gekostet für so 6 Stück, aber ich fand die ganz schön. Und beim Ikea habe ich auch noch die gefunden und die sind zum Beispiel, diese Herzen sind aus Plastik. Aber für so ein paar zwischendrin finde ich das gar nicht verkehrt. Okay, dann, oh Gott, wo haben wir die gekauft? Ich glaube, das war entweder beim, ich glaube, die waren vom Obi. Das sind so Glas, ach nee, war das Rooms by Depot. Ich glaube, das haben wir beim Thum Baumarkt gefunden, weil wir waren erst beim Thum und dann waren wir beim Obi wegen dem Tannenbaum. Und den Tannenbaum zeige ich euch auch zum Schluss. Und das ist, wie gesagt, Rooms by Depot. Und das müsste vom Thum Baumarkt sein. Und das sind so Sterne, matt und glänzend. Da sind richtig viele drin und die haben 6 Euro gekostet und die sind auch aus Glas. Ebenfalls dort gekauft haben wir diese goldenen Kugeln. Das sind ein bisschen kleinere, auch matt und glänzend. Ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind. 28 Stück, genau, 28 Kugeln für, wo stand's? Oh, hier steht gar kein Preis dran.
Ich kann es euch gar nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall so um die 6, 8 Euro. Und die sind auch aus Glas. Hallo. Hi. Hallo, machst du Pause? Ihr musst so kurz warten. Okay. Darfst du noch eine Runde spielen? Nee, ich hab die mal jetzt Zeit. Was, die machen jetzt was? Die machen jetzt eine Zweierrunde. Ja, mach doch mit. Nein, da gibt es keine Zeit. Wollen wir dann jetzt schon in den Keller gehen? Ja, das war mir gemacht. Aber mach schon. Da gab es jetzt eine kurze Unterbrechung. Wir mussten kurz in den Keller gehen, noch ein paar Sachen holen. Und wir waren bei diesen Christbaumkugeln stehen geblieben. Das sind die gleichen wie die kleinen, nur halt in groß. Wir haben uns halt für dieses Farbkonzept entschieden. Das waren so unsere Ausgangskugeln. Und das sind, wie gesagt, Echtglaskugeln. Und hier sind 28 Stück drin. Und ich denke, das wird uns auch vollkommen ausreichen mit den ganzen anderen. Ich habe aber dann noch diese hier entdeckt. Und die fanden wir richtig, richtig schön. Die sind aus dem Center Shop. Und ich glaube, die haben 3-4 Euro gekostet. Und hier sind 6 Stück drin. Und die haben so eine ganz besondere Struktur. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Das sind auch echt Glaskugeln. Und so welche hatten wir auch auf dem Baum meiner Eltern. Und deswegen finde ich die so besonders schön. Ja. Aber die sind halt mehr Silber angehaucht. Aber mal schauen, ob wir die verwenden werden. Dann gab es noch hier so welche. Das sind so Styropor-Schneekugeln. Und wie gesagt, das sind halt so diese Ausnahmen, die wirklich kein Glas sind. 6 Stück für 4 Euro. Die haben wir vom Obi. Ebenfalls haben wir das gleiche, ein Stern kommt. Hier sind 2, 4, 6 Sterne, auch mit so einem Schneeüberzug, ebenfalls für 4 Euro. Und ja, Christbaumanhänger bräuchten wir auch noch für diese Kugeln. Dann habe ich hier noch so kleine gefunden, in weiß, auch mit Gold. Und da steht Merry Christmas drauf und Sternchen. Und dieser 6er-Pack war vom Center Shop. Die, muss ich übrigens sagen, Center Shop hat richtig tolle Weihnachtsdeko gehabt. Ich war auch beim Teddy und Kick. Da fand ich überhaupt nichts schön. Es war sehr viel Rot und Rosa, muss ich sagen. Aber das war halt gar nicht so, wonach ich gesucht habe. Aber Center Shop hat generell in allen Farben eine Riesenauswahl und wirklich absolut preiswert. Und die haben, glaube ich, nur 2 Euro oder so gekostet. Hier steht es nicht dran, ob das Echtglas ist oder so, aber die sind nicht leicht. Also könnte es wirklich echtes Glas sein. Beim Ikea habe ich dann noch zweimal diese Perlengirlande mitgenommen. Mal schauen, ob wir die verwenden, aber sowas kann man auch immer mal da haben, auch für andere Sachen. Und die waren auch vom Center Shop. Das sind, ich glaube, 3 goldene Schneeflocken. Die finde ich auch sehr schön. Jetzt im Vergleich die vom Depot, also die können wir absolut nicht mithalten. Die sind halt richtig, richtig schön. Und das ist halt auch so ein schönes Gold im Vergleich hierzu. Aber die finde ich auch wirklich schön. Und die haben, glaube ich, auch nur 2 Euro, wenn überhaupt, gekostet. Dann aus dem Obi haben wir auch dieses wunderschöne Rentier mitgenommen. Das ist so toll. Das hat nur 2,50 Euro gekostet und das sieht echt richtig, richtig toll aus. Und dort haben wir ebenfalls auch diesen 4er-Pack mitgenommen. Das sind auch richtig schöne Kugeln für 4 Euro. Ich glaube, da kann man echt nichts sagen. Und so ein paar besondere Kugeln wollte ich dann doch schon so zwischendrin haben. Und was mir auch richtig gut gefallen hat, waren diese goldenen Tannenzapfen, die so ein bisschen weiß noch überzogen sind. Hier sind 8 Stück drin für 3,50 Euro und ich finde die mega, mega schön. Genau, ach, eine Tannenspitze haben wir auch. Das war so das Erste, was wir gesehen haben, was halt auch gut zu den Kugeln hier gepasst hat. Diese ist, glaube ich, haben wir die aus dem, ich glaube, diese war aus dem Thum Baumarkt. Das ist eine ganz schlichte, klassische, goldene Spitze. Die ist auch aus echtem Glas. Und im Nachhinein habe ich noch richtig viele andere wunderschöne Spitzen gesehen. Ich wollte keinen Stern, sondern eine klassische Spitze. Und ja, nun gut. Schlicht ist auch manchmal besser. Und das Letzte, was ich noch beim Depot mitgenommen habe, was ich unheimlich schön finde, sind diese Anhänger mit Buchstaben. Das ist jetzt natürlich irgendwie Pappe oder Holz oder sowas. Für 60 Cent. Unsere Anfangsbuchstaben. Seht ihr das? Ich finde das so, so süß. Die musste ich mitnehmen. Und die kriegen einen ganz besonderen Ehrenplatz dann auf dem Baum.
Weiter geht's jetzt mit einfach so Deko, die man so überall verwenden kann. Da habe ich auch aus dem Center Shop zweimal diese Zweige mitgenommen mit diesen roten Beeren dran. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen, aber die waren auch überhaupt nicht teuer. Und da habe ich zwei Stück mitgenommen und ich finde, die sehen richtig, richtig schön aus. Und die werde ich bestimmt in einer Vase mit irgendwie anderer Deko vielleicht noch so schön dekorieren. Das ist zwar jetzt rot, passt nicht zur Deko, aber sowas kann man immer benutzen, auch fürs nächste Jahr oder übernächstes so, ne? Weil wir möchten immer so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Dann habe ich ebenfalls aus dem Center Shop diese zwei Weihnachtsbäumchen gefunden, die finde ich richtig schön. Meine Schwester hat die auch gekauft und ich fand die so toll. Das große Bäumchen hat, glaube ich, 2,50 oder 3 Euro gekostet und dieses kleine hier hat nur 1 Euro gekostet. Und ich finde die richtig, richtig toll von der Qualität, auch mit diesem Schnee da dran, der bröselt nicht ab und super. Und dort habe ich auch diese Bäumchen gefunden, die sind viel, viel kleiner. Ich zeige euch das mal mit dem Kleinen im Verhältnis. Da ist der größte aus dem Set so groß wie der kleine hier. Stehen da auch die Maße. 15 x 6 cm ungefähr, so könnt ihr es euch vorstellen. Und das ist halt so ein Vierer-Set. Ich glaube, das hat auch 3 Euro nur gekostet. Und halt mit Gold. Das glitzert zwar ordentlich, aber ich fand die wunderschön. So ziemlich gleiche gab es auch beim Depot. Und ich glaube, dort hat so ein Set 10 Euro gekostet. Also ziemlich teuer. Eine Weihnachtstasse durfte auch mit, die ist ganz schlicht weiß, da steht einfach nur XO drauf mit einem goldenen Henkel. Die war vom Action, hat glaube ich nur 1 Euro oder so gekostet. Dieses wunderschöne Bäumchen haben wir beim Obi mitgenommen, das hat 8 Euro gekostet, da gab es verschiedene Größen und auch Ausführungen und wir fanden das total toll hier mit diesem Holzstamm und dann mit diesen runden Schichten hier, die sich auch bewegen und alles. Und ich finde, das sieht ganz, ganz toll aus und kann man wirklich schön dekorieren. Dieses kleine Tannenbäumchen habe ich von Nanunana für 4 Euro. Das ist aus Keramik. Es gibt eigentlich noch viele verschiedene andere Größen und Ausführungen. Ich habe leider nur noch das hier bekommen. Das ist auch nicht groß, wie ihr seht. Aber finde ich dennoch sehr, sehr schön. Und dieses Teelichtglas finde ich auch unheimlich toll, weil das auch wieder das widerspiegelt, so wie ich meine Deko haben möchte, mit diesem Boho-Stil halt in Gold und so im Holz angehaucht mit der Kordel. Das ist aus dem Center Shop, ich glaube für 2,50 Euro. Finde ich mega süß. Eine kleine süße Kerze mit dem Aufdruck Merry Christmas habe ich aus dem DM für 3 Euro. Und eine kleine süße Lichterkette, die batteriebetrieben ist, habe ich auch vom Center Shop. Das ist eine 20er LED Lichterkette in warmweiß und da sind so kleine Sterne drin. Ich glaube, das werdet ihr jetzt nicht erkennen, aber die sind wirklich winzig. Und damit habe ich so eine kleine Idee vor. Mal gucken, ob das nach was aussieht. Ich habe aber eine ganze Menge andere Lichterketten noch. So, ach ja, bei diesem Stern war ich mir ein bisschen unschlüssig. Den habe ich auch aus dem Center Shop, der ist recht groß. Der war reduziert von 2,80 Euro auf 1 Euro. Ich bin am Überlegen, ob ich den in den Weihnachtsbaum machen soll irgendwie. Ich glaube, hier sieht man es besser. Oder ob ich den irgendwie anders dekorieren möchte. Denn ich habe aus dem Depot auch diese Sterne hier. Die haben 7 Euro gekostet. Das sieht jetzt ziemlich unspektakulär aus, weil die alle ineinander liegen, aber das ist etwas zum Aufhängen und dann drehen die sich so und das sieht richtig cool aus, wie so ein 3D-Stern. Und ich hatte überlegt, das vielleicht an irgendeinem Fenster zu machen, auch einfach ohne Beleuchtung und den vielleicht in der Kombi. Ich guck mal, wie das aussieht, vielleicht aber auch nicht. Beim Depot habe ich auch diesen großen Holzstern mitgenommen für 8 Euro. Und da hatte ich halt vor, entweder diese Lichterkette mit den Sternchen noch drum zu wickeln oder eine ganz schlichte. Und das wollte ich auch ans Fenster hängen. Da hat man auch tagsüber was richtig Tolles. Dann hat man einfach nur diesen Holzaspekt. Und sobald es dunkel wird, dann halt auch die Beleuchtung.
Und dann habe ich beim Nanunana mitgenommen, dieser Ring. Der ist schon beleuchtet, der ist, glaube ich, schwarz oder auf jeden Fall dunkel. Und der war reduziert von 50% war der reduziert, von 10 auf nur 5 Euro. Und den möchte ich unbedingt auch an einem Fenster hängen. Der hat einen 30 cm Durchmesser und leuchtet warmweiß. Richtig cooler Schnapper, wie ich finde. So, nur noch ein paar wenige Teilchen. Ein Türanhänger. Eigentlich wollte ich einen Kranz haben, aber ich habe dann diesen Anhänger gefunden. Den fand ich richtig toll. Auch aus Holz mit Gold und Weiß, mit diesen zwei Rentierchen. Und dann ist hier halt so eine Kordel mit so goldenen Schneeflöckchen. Und fand ich total süß. Die ist von Woolworth. Ich kann das überhaupt nicht aussprechen. Und es hat nur 2,50 gekostet. Und ich glaube, für die Tür reicht das vollkommen aus. Und im gleichen Laden habe ich auch diesen Schriftzug gefunden. Den finde ich mega schön. Der hat nur 4 Euro gekostet. Ich habe ewig nach einem tollen Weihnachtsschriftzug gesucht. Aber irgendwie haben die mir nie so gefallen. Und dann das A an diesem glitzernden Weihnachtsbaum. Ich finde das richtig, richtig schön. Jetzt kommen wir noch zu ein paar größeren Sachen. Ich habe beim Depot mir diese Zweige mitgenommen. Die wollte ich eigentlich für den Adventskranz nutzen, aber mich hat das dann doch arg gestört, dass der so einen silbernen Glitzer drauf hat. Der Glitzer geht auch nicht ab oder so, oder nur sehr dezent. Ich fand das toll, weil die so schön buschig sind. Ich glaube, die haben auch 3 Euro das Stück gekostet, irgendwie so um den Dreh. Aber ich habe mich dann für was anderes entschieden. Aber sowas kann man natürlich immer wieder die Jahre verwenden. Aus dem Depot habe ich auch das goldene Engelshaar mitgenommen für 2,60. Das habe ich ebenfalls im Adventskranz verwendet. Ich kann ihn euch im Anschluss auch zeigen. Und beim Action haben wir solche Girlanden gefunden. Ich weiß noch nicht, ob ich den unbedingt im Weihnachtsbaum mitverwende, weil das nicht der gleiche Goldton ist. Da sind noch so Sternchen mit drin und das gleiche auch nochmal in Schlichtweiß. Und Actionpreise, ja, glaube ich, kennt ihr selber, die sind nie teuer. Ich glaube, alles unter einem Euro. Dort haben wir auch diese riesen Zapfen mitgenommen, die sind wirklich gigantisch. Und die sind einfach nur dafür da, um irgendwie was schön zu dekorieren. Hat auch mein Mann ausgesucht. Er hat ebenfalls dieses Set ausgesucht. Das finde ich auch echt schön mit diesen verschiedenen Kugeln. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt für Weihnachten verwende. Ich finde, das ist eher so klassische Herbstdeko. Aber mal schauen. Dann gab es auch einfach noch so eine Schneedecke. Von einem Quadratmeter, das ist eigentlich nur Watte. Und das haben wir mitgenommen, um unten den Fuß vom Tannenbaum so ein bisschen abzudecken. Ich habe ewig nach einer schönen Decke gesucht, die man um den Ständer legen kann. Aber alles hat mir nicht gefallen. Und dann hat mir die Variante mit der Watte noch am besten gefallen. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Dekoholz zu tun. Aber beim Action haben wir noch einen Badezusatz von Nivea mitgenommen. Und eine XXL Lichterkette für den Weihnachtsbaum. Genau. Die Lichterkette hat übrigens 10 Euro gekostet und ich glaube, das hat auch nur 1 Euro oder 1,50 gekostet. Also Actionpreise kennt ihr. War jetzt auch alles aus dem Action und das ist alles nicht teuer. Zu guter Letzt habe ich nur noch ein paar Sachen gekauft zum Geschenke einpacken. Ich flitze einfach nur mal durch. Dieses wunderschöne Geschenkpapier habe ich vom DM. Hat mir echt gut gefallen. Und das klassische Rot-Weiße habe ich vom Penny. Aus dem Action durfte dann diese wunderschöne Geschenkbox mit. Die hat mir richtig gut gefallen. Und was ich da genau verstauen und verschenken möchte, weiß ich noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall etwas geben, weil ich da so verschiedene Ideen habe. Dann habe ich eine ganze Menge an Geschenkbändern mitgenommen. Da sind die verschiedensten Arten. Diese Variante sind alle vom DM und die haben jeweils 1,45 gekostet. Da seht ihr auch so ungefähr, in welche Richtung ich dieses Jahr einpacken möchte. Mir fehlt aber noch eine ganz bestimmte Rolle Geschenkpapier und einfach nur, es soll einfach nur dieses schlichte braune Packpapier sein. Und ich glaube, dann kommen solche Geschichten richtig toll zur Geltung. Dann habe ich noch diese beiden vom Depot. Die haben jeweils 3 Euro und 4 Euro gekostet. Und das ist so ein rotes Samtband. Finde ich mega schön.
Dann habe ich einmal beim Lidl, war das, dieses Doppelte mitgenommen. Hat auch irgendwie 1,50 oder so gekostet. Und was mir noch gefehlt hatte, war so ein ganz schlichtes, klassisches Saturnband. Da ist ein Haar dran. Das habe ich bei Nanunana für 1,50 mitgenommen. Sowas kann man auch immer gebrauchen. Und was ich dieses Jahr zum allerersten Mal verwenden möchte, ist vom Depot hier dieses Bast oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Doch Bast, Naturbast für 2 Euro. Und auch so eine Kordel, die habe ich beim Teddy, das ist so eine Packschnur, genau, beim Teddy geholt für 1 Euro. Und ebenfalls vom Teddy sind dieses 50 Sticker, das sind so goldene Herzen, die haben 1 Euro gekostet. Beim Teddy habe ich ebenfalls diese Geschenkanhänger für 1 Euro geholt. Da sind jeweils zweimal die gleichen Motive drin. Und dann habe ich beim Lidl diese wunderschönen Weihnachtskarten entdeckt. Die haben auch alle um die 1,50, glaube ich, gekostet. Nein, gar nicht wahr. Die haben alle nur um 60 Cent oder so gekostet. Die habe ich mitgenommen. Und ebenfalls vom Lidl habe ich diese Sticker mitgenommen. Einmal so weiß. Ich glaube, die haben 1 Euro gekostet. Und dann diese. Und ich finde diese Motive so, so schön, weil das ist für mich dieses klassische altmodische im Vergleich zu diesen ganzen modernen Weihnachtsmännern. Einfach so unglaublich schön. Gefällt mir mega gut. Und das letzte eigentlich noch, beim IKEA habe ich 2 neue Kissenbezüge mitgenommen, weil ich habe eigentlich nur rote Weihnachtskissenbezüge und rot möchte ich ja eigentlich dieses Jahr gar nicht verwenden. Es bleiben die meisten auf der Couch auch, weil ich habe da ja so Beige-Töne, Beige-Weiß-Töne. Aber 1-2 Kissen wollte ich doch ein bisschen umgestalten. Da habe ich einmal so eins in quer, das ist so gestreift mitgenommen. Vielleicht kommt das auch aufs Bett, ich überlege mir das noch. Und daran konnte ich überhaupt nicht vorbeigehen. Das ist so ein samtbeigefarbener Kissenbezug. Die Marke gibt es schon länger. Sanella nennt sich das. Und ja, das ist eins der Lieblingskissenbezüge. Ich habe davon auch schon andere Farben und es ist so kuschelig. Und eine neue Decke durfte auch mit. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine Kuscheldecke. Sondern einfach nur so eine leichte, die hat unten so ein paar Fransen, eher so für Dekozwecke. Oder wenn man sagt, okay, ich habe die Heizung an, die Kerzen sind an, es ist eigentlich warm genug, aber man möchte sich doch so ein bisschen unter eine Decke murmeln, dann ist die echt optimal, weil die überhaupt nicht dick ist. Und die nennt sich von IKEA Odrun. Genau, ebenfalls im Beige. So, hier seht ihr das ganze Chaos. Was ich euch beinahe vergessen hätte zu zeigen, ist dieses wunderschöne Rentier aus Holz. Das ist auch echt groß. Das haben wir auch beim Lutz geholt. Ich finde das mega, mega schön und wir konnten da beide nicht dran vorbeigehen. Das war auch relativ teuer. Das hat 40 Euro gekostet. Aber wir hatten Glück, an dem Tag, als wir da waren, gab es nochmal 25% auf alles, was nicht reduziert war. Und deswegen haben wir dafür dann nur noch 30 bezahlt. Und ja, finde ich richtig, richtig toll. Es gab es auch noch größer, aber diese Größe finden wir optimal. Und da werde ich bestimmt auch ein schönes Plätzchen für finden. Und hier liegt auch schon direkt unser Weihnachtsbaum. Wir haben uns für diese Variante entschieden, einen künstlichen. Das sind die Maße und der Modellname. Und dieser Weihnachtsbaum ist vom Obi, genau, und ich meine, der hat zwischen 80 und 120 gekostet. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, denn wir haben uns unglaublich viele Weihnachtsbäume angeschaut. Ich wollte erst online bestellen, war mir aber dann wegen der Qualität der Nadeln so unschlüssig, weil es so viele Unterschiede gibt. Und wie gesagt, wir waren auch im Thun-Baumarkt erst, da haben wir aber nichts Schönes gefunden, was mir auch gefallen hat, was dem Preis-Leistungsmäßig überhaupt gerechtfertigt war. Und beim Obi gab es auf jeden Fall eine bessere Auswahl und wir haben den als Ausstellungsstück gesehen und der hat mir sofort so gut gefallen. Aber ich dachte, der kostet locker über 200 Euro und ich meine, der hätte um die 100 gekostet, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und wundert euch nicht über meine Haarspitzen, ja, die haben einen lila Touch, weil ich meinte mein Gold-Gelbstich einfach ein bisschen aus den Haaren rauszubekommen und habe da so eine Spülung verwendet, so eine Art Silberspülung und habe die einfach zu lange einwirken lassen und jetzt sind meine Spitzen lila. Supi! Ich lege jetzt mal los
werde jetzt einen Tannenbaum aufbauen und alles schön dekorieren und zeige natürlich euch dann am Ende das Ergebnis.